Auch von mir danke an die Streamer. Ich habe Basti gesehen. Wo steht denn Basti? Ach, da drüben. Da steht Weichreite. Entschuldigung. Ja, ich habe Weichreite gesehen. Und der Beobachter live. Und ja, ich bin vergeben. Mein Mann sitzt dort und er wird mir das nicht übel nehmen, hoffe ich. Und auch du bist vergeben, aber dein Lächeln schöner als das von Al Pacino. Wahnsinn. Schön, dass du da bist. So. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten hier in Dessau zur 175. Mahnwache. Und weil ihr heute diesen Geburtstag feiert, sind die ersten Worte auch genau diesem tollen Jubiläum gewidmet. Meinen tiefen Respekt und Glückwunsch für euer Durchhaltevermögen durch alle Zeiten, Spaltungsversuche, Ego-Kämpfe und auch Wetterfronten hindurch steht der harte Kern hier jede Woche. Und ihr zeigt Widerstand, denn ihr seid Widerstand. Bianca hat mir so manche Begebenheit erzählt, denn falls wir ein bisschen Zeit haben, tauschen natürlich auch wir uns aus. Und auch hier gab es mal die eine oder andere Streiterei, aber ich denke, das ist normal, wenn so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen und jeder hat natürlich einen eigenen Kopf und zwar einen starken, sonst wäre man ja nicht im Widerstand, sondern bei den Staatsdemos. Wichtig ist, dass man diese Vorfälle nicht persönlich nimmt, sondern als Zeichen eines Austauschs und sich danach zusammenrauft. Und genau das habt ihr ja wunderbar geschafft, gegen Spaltung und Hetze und Verleumdungen zusammenstehen mit Herz und Hand und Verstand. Und von manchen Menschen trennt man sich dann auch nicht leichten Herzens, aber es gibt Momente, die das leider erfordern. Ihr musstet Anfeindungen standhalten und müsst es noch immer, und aus den Knüppeln, die sie euch zwischen die Beine geschmissen habt, habt ihr einfach Fahnenstangen gebastelt mit Friedenssymbolen, mit der Fahne unserer Heimat, mit Symbolen des Widerstandes. Ihr seid feine Menschen, stark und engagiert, mutig und voller Liebe, und dafür danke ich euch. Und ich möchte auch nicht vergessen, mich noch einmal persönlich für eure sehr rührende Osterüberraschung zu bedanken, auch von meiner Tochter herzliche Grüße und ein riesiges Dankeschön. Ihr habt mit so viel Kreativität und Liebe uns beiden eine wunderbare Überraschung bereitet. Wie würdevoll euer Programm ist, die Friedenstauben, auch das gemeinsame Singen, all die Videobotschaften, die liefen, all die patriotischen Gäste, viele von euch kenne ich, viele aus Wittenberg und Umgebung. Und ich freue mich auch, dass ich Yan Song King, ich muss zugeben, ich nenne ihn immer Kim Jong-il, weil das, aber nicht wegen deiner Einstellung, sondern dieses, ne? Aber, also du bist ein toller Musiker und am besten hat mir dieser Blues-Song gefallen. Wahnsinn, ja. Auch von mir danke an die Streamer. Ich habe Basti gesehen. Wo steht denn Basti? Ach, da drüben. Da steht Weichreite. Entschuldigung. Ja, ich habe Weichreite gesehen. Und der Beobachter live. Und ja, ich bin vergeben. Mein Mann sitzt dort und er wird mir das nicht übel nehmen, hoffe ich. Und auch du bist vergeben, aber dein Lächeln schöner als das von Al Pacino. Wahnsinn. Schön, dass du da bist. So, zum ernsteren Teil, das Montagszitat. Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, das mächtigste Hirngespinst ist die öffentliche Meinung. Niemand weiß genau, wer sie macht. Niemand hat sie je persönlich kennengelernt, aber alle lassen sich von ihr tyrannisieren. Momentan beschreibt wohl kaum ein Zitat besser, womit wir uns tagtäglich rumschlagen müssen. Wir leben in einem Land, in dem jegliche Vernunft ins Gegenteil verkehrt wird. Die traurige Mehrheit der Menschen ist komplett gehirngewaschen und resümiert aus dem Wahnsinn der Berichterstattung nur noch, dass eigenständiges Denken absolut kontraproduktiv ist. Schade. So gibt es nun menschengemachten Klimawandel, heißeste Sommer aller Zeiten, gute und schlechte Kriege, guten und schlechten Frieden, und die Lüge wird zur Wahrheit, wenn sie von den Richtigen erzählt wird, aber wehe den Falschen, wenn sie die Wahrheit sagen. Ach ja, ich hatte gestern in Dresden schon ermahnt, aber lieber einmal zu viel als zu wenig, weil wir beim heißesten Sommer waren. Ich möchte die Grünen noch einmal daran erinnern, ihre Hitzeschutzhelme immer ganz dicht auf dem Kopf zu tragen, denn man weiß ja, dass Stroh bei hohen Temperaturen extrem leicht entzündbar ist. Richter, Staatsanwälte, Lehrer, Ärzte, Polizisten, Beamte in den Verwaltungen, viele von ihnen sind verängstigt, aber immer mehr auch verärgert. Und auch dort regt sich der Widerstand
was man an den verzweifelten Aktionen unserer Gesinnungsoffizierin Fancy Naser sehr deutlich erkennen kann. Sie wissen eigentlich, dass ihre Zeit bald abgelaufen ist und anstatt in Würde abzutreten, klammern sie sich geifernd und hetzend an ihre Posten und schlagen um sich, als gäbe es keinen Morgen. Erbärmlich dieser Haufen geistiger Haubentaucher. Niedlich waren die Erklärungen, warum sie nach der Megaklatsche zur EU-Wahl nicht zurücktreten konnten. Während man sich quasi bis zum Wahlsonntag noch feierte, die beste Demokratie im allerbesten Deutschland erschaffen zu haben, in denen es allen Menschen so gut geht wie nie zuvor, hörte man nicht mal einen Tag später, dass sie nun, wo doch Deutschland so geschwächt sei, so desolat und so weiter, nicht zurücktreten können, weil man doch mit vereinten Kräften kämpfen müsse für eine bessere Zukunft. Kannst du dir alles nicht mehr ausdenken? Innerhalb von 24 Stunden wurde also aus dem wunderbarsten Deutschland, das es je gegeben hat, das größte Sorgenkind Europas. Herrlich. Ist irgendwie in den Medien auch niemandem aufgefallen, auch nicht, dass durch die Inkompetenz dieser Muppet-Show, von mir auch liebevoll Hampelbude genannt, unser Land vor die Wand gefahren wird, in den Abgrund gemisswirtschaftet. Wer mit Deutschland nichts anfangen kann, sollte es verdammt nochmal auch nicht regieren. Lebensmittel sind kaum noch bezahlbar, für Strom- und Gasrechnungen braucht man fast einen Kredit. Kraftstoffpreise sind entsetzlich hoch, Mieten kaum zu stemmen. Wir erleben eine Insolvenz nach der anderen, Geschäfte, die seit Generationen Familienbesitz waren, aber auch große Unternehmen, weg, abgewandert, geschlossen oder in Planung der Abwanderung. Bei uns im Harz beginnt jetzt die Welle der Schließung von Hotels und Restaurants. Einige werden sich über den Sommer noch retten können, aber Köche beginnen mittlerweile verzweifelt nach neuen Arbeitsstellen zu suchen, weil ihnen ihre Chefs bereits mitgeteilt haben, wann sie schließen werden. Unsere Heimat geht dem Bach runter, aber Hauptsache ein erfolgloser Kinderbuchautor, unser aller Prinz Mimimi, der Erklärbär, für die mit der Hirnmasse einer Rosine, versorgt sich und seine Bagage mit so viel Geld, dass sie allesamt die nächsten 500 Jahre ausgesorgt haben. Und vergessen wir nicht die geschätzten 777 Millionen für ein Kanzleramt, das größer sein wird als jeder Regierungssitz weltweit. So etwas nennt man üblicherweise Napoleon-Syndrom und passt irgendwie auch beim semi-dementen Grinsekater. Und da wären ja auch noch um die 120.000 Euro für die Visagistin unserer, ihr wisst es, amtierenden Olympia-Verliererin im Buchstabieren. Böse Zungen behaupten ja, bei einer Logopädin wäre das Geld besser angelegt gewesen. Aber über Geld macht sie sich bestimmt keine Gedanken, sonst würden sich Kurzstreckenflüge für Shishi-Besuche ja ausschließen. Aber was soll's, Hauptsache der dumme Michel nutzt den Holzroller, um zu seiner Schicht zu kommen. Milliarden für Kriegsgerät, aber wir mögen bitte weiterhin im Winter für die Freiheit frieren, auf Glück verzichten. Welches Glück eigentlich noch? Wir sollen den Gürtel enger schnallen, immer enger. Wir sollen bewusster einkaufen, Bio und Öko natürlich. Ihr Kanaillen, die ihr in einem Paralleluniversum lebt, wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen die Sonntage damit verbringen, alle Prospekte zu durchforsten, um irgendwo noch Fleisch im Angebot zu finden, damit es mal wieder einen Braten gibt oder den Lieblingspudding der Kinder oder das leckere Eis für die Enkel, wenn sie in den Ferien zu Besuch sind. Wie unterirdisch all dieses Geschwafel, welch Zeugnis für die Realitätsleugnung all dieser Blendgranaten. Mir stehen so oft die Tränen in den Augen, wenn ich in der Kaufhalle sehe, wie die alten Omis mit den Zetteln akribisch nur das einkaufen, was vorher auf den Cent genau ausgerechnet wurde. Nicht aus Geiz, sondern weil sonst das Geld nicht reicht. Und ohne Tafel und Flaschensammeln reicht es bei vielen ohnehin nicht. Und dann kaufen sie die Kinderschokolade für die Enkel und versagen sich selbst dafür das gute Stück Butter, nur um den Kleinen eine Freude zu machen. Und noch erschreckender die Meldungen aus einem Altenheim in Berlin. Ein Altenpfleger musste zum Dienstende Polizei, Rettung und Feuerwehr rufen, weil er sich nicht mehr zu helfen wusste. Zu seinem Dienstende war keine einzige examinierte Pflegekraft für die Folgeschicht anwesend. Das sei kein Einzelfall. Alte Menschen werden über 2 Wochen nicht gewaschen. Demenzkranke in ihren Zimmern eingeschlossen, ruhig gestellte Bewohner, weil man kein Personal für die Beschäftigung hat, Reinigungskräfte, die die Pflegearbeit übernehmen. Die Kritik richtet sich nicht
an die Pflegekräfte. Sie leisten mittlerweile Utopisches, auch weil sich viele Familienangehörige kaum noch blicken lassen. Klabauterbach und seine widerlichen Vorgänger im Einklang mit all den Realitätsleugnern der Nationalen Front 2.0 haben diese unmenschlichen Zustände zu verantworten, aber deren Eltern sitzen gemütlich in einer Schickimicki-Seniorenresidenz und lassen sich weiterhin die Sonne aus dem Arsch scheinen. Millionen werden hier rausgeschleudert für eine Entschwört-Hotline, für die angebliche Demokratieförderung, für jeden verkackten Firlefanz, Volkstreter, Spenden von ihren Diäten, die wiederum von uns bezahlt werden an die Antifa und sind noch stolz darauf. Aber für die alten Menschen und die, die sich um sie kümmern, ist keine Kohle da. Wir steuern nicht nur industriell auf das Level eines Entwicklungslandes zu. Der Umgang mit unseren alten und schwachen Menschen zeigt, dass wir da schon lange angekommen sind. Wie dankt die Gesellschaft denen, die unseren Wohlstand ermöglicht haben, mit riesigen Staatsdemos der Altparteien, die für diesen Irrsinn verantwortlich sind und an denen dann immer noch viel zu viele auch dieser Enkel teilnehmen, um für Gendern und noch mehr Migranten zu demonstrieren, anstatt den Arsch hochzukriegen, für ihre Großeltern auf die Straße zu gehen. Diese Großeltern, die immer und immer wieder gesagt haben, dass es nie wieder Krieg geben darf. Doch. Doch Wehrbereitschaft ist jetzt gefragt. Wehrertüchtigung in den Schulen soll eingeführt werden, bloß keine Kriegsmüdigkeit aufkommen lassen. Die sind doch alle nicht mehr ganz dicht in der Birne. Gefordert wird dieser Wahnsinn von wohlstandsverblödeten Doppelnullen in Designerfummeln, die niemals ihre eigenen Kinder dorthin schicken würden. Stattdessen noch mehr Milliarden für den Krieg in die Ukraine, wo man angeblich unsere Werte verteidigt. Welche Werte sind das mittlerweile? Granaten statt Diplomaten oder dass Pädophile mit einer lapidaren Strafe davonkommen, während die Opfer, falls sie überhaupt noch am Leben sind, nicht mehr wirklich ein Leben haben oder dass renommierte Wissenschaftler und große Denker und Künstler unserer Zeit arbeitslos werden, des Rechtsextremismus bezichtigt und auch sonst verleumdet, nur weil sie nicht wie Galileo Galilei vor der Inquisition abgeschworen haben. Sind das unsere Werte, die in der Ukraine verteidigt werden? Fickt euch ins Knie mit euren Scheißwerten. Es sind nicht unsere Werte! Es sind nicht unsere Werte, es sind die Werte der Amerikaner und es geht ausschließlich um geopolitische Interessen und um Geld. Alle Kriege, die die Amerikaner, die USA je geführt haben, waren völkerrechtswidrig und immer Angriffskriege. 1950 bis 1953 Korea, 4,5 Millionen Tote. 64 bis 73 Vietnam, über 4 Millionen Tote. 2001 bis 2021 Afghanistan, fast 1 Million Tote. Irak 2003 fortlaufend 1,5 Millionen Tote und in der Folge Hunderttausende Tote durch Gründung des IS. Syrien 2015, Jemen 2015, Libyen 2011, Panama 1990, Nicaragua 1981, Kuba 1961, Iran 1953 und man könnte es noch endlos fortführen und am 6. und 9. August die Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, die einzige verfickte Nation dieser Welt überhaupt, die jemals Atomwaffen gegen Menschen eingesetzt hat. Schande! Und zu keinem Zeitpunkt gab es von irgendeiner unserer Regierungen Sanktionen, Verurteilungen, große Ansprachen im Bundestag gegen all diese unfassbaren Verbrechen. Und das sollen unsere Verbündeten sein? Mit sowas wollen wir uns nicht verbünden. Die möchte man nicht mal als Feind haben, geschweige denn als Freunde. Eine Nation gegründet von den größten Losern Europas. Jeder, der es damals in Europa nicht geschafft hat, versuchte über den großen Teich zu kommen und das Glück in Amerika zu finden. Sie haben die Eingeborenen abgeschlachtet wie Vieh. Sie haben Millionen von Afrikanern versklavt. Sie haben so viel Unheil über diese Welt gebracht und besitzen die Dreistigkeit, sich als Welt
Polizei aufzuspielen. Und die werden hier hofiert. Unsere Volkstreter treten in Rammstein an. In Wiesbaden wird das Hauptquartier für den Ukraine-Krieg eingerichtet. Die Deutschen wurden nicht dazu gefragt, so weit käme es ja auch noch nicht einmal die Stadt Wiesbaden. Von deutschem Boden aus starten die Drohnen, die hunderttausende Menschen töten. Noch nicht einmal heimlich könnten diese Hampelbudenvertreter den Kopf über all diese Machenschaften der US-Amerikaner schütteln. Das ist nämlich rein physisch unmöglich, wenn man bis zu den Schultern im Arsch der Amis steckt. Ja, Ami, go home. Take your fucking soldiers and get the way out of this country. So, und damit die Zerstörung unseres Landes schön weitergeht, werden die Tore weit aufgemacht. Die Lenkung der Flüchtlingsströme bei Kriegen ist Teil der indirekten Kriegsführung. Und die Tatsache, dass die Mehrheit der Flüchtlinge bei uns ankommen, zeigt ja wohl deutlich auf, gegen wen hier der Krieg geführt wird. In den letzten Wochen gab es so viel Messer- und Gewaltdelikte und das wird auch leider so weitergehen, denn die vermeintliche Migrationskonferenz der Innenminister hat nichts gebracht, außer weitere horrende Kosten für uns rechte Steuerzahler. Man möchte sich im Dezember noch einmal zusammensetzen, vermutlich bei Plätzchen und Stolle. Und dann schaut man nochmal. Es ist der absolute Wahnsinn. Es sterben jeden Tag Menschen, es werden Menschen schwerst verletzt. Und man trifft sich im Dezember nochmal und schaut, ob sie damit auch so leger umgehen würden, wenn es ihre eigenen Wänste beträfe. Aber es sind ja nur die Kinder von irgendwem, die da gemessert werden. Und es werden auch nur die Kinder von irgendwem sein, die dann an die Ostfront ziehen. Und außerdem ist es auch nur die Nachbarschaft von irgendwem, in der man dann die nächsten Flüchtlingslager baut. Was geht mich das Leid der anderen an? Die sollen verdammt nochmal ihre eigene Brut für diesen verschissenen geopolitischen Krieg wehrtüchtig machen. Sie sollen Platz machen in ihren riesigen Luxusbauten und die Neubürger aufnehmen und intensiv integrieren in ihren Nachbarschaften. Bitte die neuen Lager für die Ankommenden und bezahlt werden sollten diese Volkstreter nach der Leistung für unser Land und nicht für ihre dreckige Lobbyarbeit. Nun zu eurem 175. Geburtstag hat mein Papa, der heute in Aschersleben geblieben ist, um da mal ein bisschen die Stimmung zu heben für euch, ein Gedicht geschrieben. Die grünen Weltzerstörungspfeifen, die wollen nach der Allmacht greifen und reden uns tagtäglich ein, am Klimawandel schuld zu sein. Sie sind's, die unsere Welt umjetten, fahren Autos, nur die großen Fetten, haben Yachten wie eine Häuserzeile, wertschöpfungsfaul, immer in Eile, verschwenden die Gemeinschaftsgüter und tun, als wären sie Klimahüter, verurteilen Milch- und Fleischverzehr, weil es für das Klima tödlich wäre, auch andere verrückte Dinge, damit die Rettung doch gelinge, die Verbrecher uns verheißen. Sie selber sind zu dumm zum Scheißen und glauben wohl, dass man zu zweit 100.000 Kilometer weit einen Radweg und ein Plumpsklo baut, sich Kauderwelsch zu sprechen traut, im eigenen Land sehr unbeliebt Milliarden Gelder gar verschiebt, selbst prasst und der Vernunft abschwört und wissentlich Natur zerstört. Was es zu essen gibt, bestimmt, den Kindern ihre Zukunft nimmt. Wir sollen Ungeziefer fressen, derweil sie Steaks und Hummer essen. Sie löschen Durst mit Sekt und Wein, für uns soll's aber Wasser sein, gereinigt in den Kläranlagen. Wir Sklaven müssen das ertragen. Dagegen gibt's den Widerstand, das liegt doch völlig auf der Hand. Doch gehen wir dann zum Protestieren? So mancher nennt es auch spazieren, dann holen sie die Polizei. Die kommt dann auch ganz schnell vorbei mit Knüppel und mit Einsatzwagen, um auf die Leute einzuschlagen. Und ohne eigenes Kopfzerbrechen begehen sie dann so manch Verbrechen. Danach geht es dann ab nach Haus, Piratenkleidung ziehen sie aus, doch so viel sei ihr gleich verraten. Dort gibt's natürlich Wurst und Braten. Und die das Gleiche haben wollen, sind die, die sie verprügeln sollen.
So, und damit natürlich herzlichste Grüße an meine Montagsfamilie in Aschersleben, die sich seit 4 Jahren jeden Montag versammeln, um gegen die Zerstörung unseres Landes zu demonstrieren. Und weil ich es sonst immer vergesse, ich möchte den Rainer grüßen und das gesamte Demo-Team und die Menschen in Teterow, wo ich vor ein paar Wochen war. Ich glaube, der Uwe, du bist auch schon mal da gewesen, kann das sein? Ja, der Uwe war auch schon. Das ist eine ganz tolle Truppe. Also Grüße von hier aus Dessau. Wir alle sehen, was in dieser knallbunten Freiluftpsychiatrie abläuft. Wir sehen die verrostete Munitionshülse. Jan hatte ein schönes Lied über sie gemacht. Ich habe schon Angst gehabt, sie verhaften dich, weil du das Z, das böse Z. Habt ihr schon die neuen Lehrpläne gesehen? Das ist jetzt für die Grundschüler, Z gibt es nicht mehr. Ja, Alphabet endet jetzt nach dem Y. Also die verrostete Munitionshülse, wir sehen Fancy und wir sehen Buratino Klabauterbach, wir sehen die küchenschabige Dinkeldörte und den Sprachfehler auf 2x-Beinen. Wir hören, was König Olaf mal wieder nicht sagt. Wir kriegen Ohrenkrebs, wenn Panzer Jesus Anton, der vom Hof reitet, sich in den Wahnsinn. Und auch wenn das in der jetzigen Situation nicht weiterhilft, können wir uns doch locker zurücklehnen. Denn mit deren Existenz ist nun bewiesen, dass es ein Leben nach dem Hirntod gibt. Ihr Lieben, wie schön könnte unsere Heimat sein, wenn Menschen mit Herz, Hand und Verstand in der Regierung wären. Wie schön könnte es sein, wenn wir uns endlich unserer Stärke bewusst werden würden, welch wirklich blühende Landschaften, welch gebildete Jugend, wie groß der Stolz und auch die Demut, wie gesegnet würden sich unsere alten Menschen fühlen, rückblickend auf ein zwar hartes Leben, aber auf die Früchte eben dessen schauend. Stattdessen können wir momentan nur eins konstatieren: Diese Regierung ist die schlechteste für uns, aber die beste deutsche Regierung, die Amerika je hatte. Und deswegen an die Volksräter unter der grün versifften Glaskuppel in Berlin: Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert!